Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Warcraft 3. Ich grüße euch, Prinz Keltas. Ich bringe Kunde von Großmarschall Garitos. Was gibt es für Neuigkeiten von der Front? Die von euch reparierten Spähposten haben eine große Streitmacht der Untoten in der Nähe entdeckt. Lord Garitos befiehlt, dass ihr die Untoten vernichtet, ehe sie auf Dalaran marschieren können. Das sollte nicht allzu schwer sein. Nun ja, ihr werdet dabei aber auf einen Teil eurer Truppen verzichten müssen. Lord Garitos hat nämlich ebenfalls angeordnet, dass sich die Infanterie, Kavallerie und die Versorgungstrupps sofort an der Front zu melden haben. Damit seid ihr gemeint, Männer. Abmarsch! Das ist doch absurd! Soll ich mich den Untoten mit nichts weiter als Stöcken und Schimpfworten entgegenstellen? Der Großmarschall hat vollstes Vertrauen in eure Fähigkeiten. Lasst euch etwas einfallen. Garitos, so langsam reißt mir der Geduldsfaden. Ah, ist interessant. Wir können jetzt nur Schwertkämpfer und Bogenschützen ausbilden. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Und Drachenfalkner. Können wir hier oben auch bauen? Tatsache. Na gut, ich glaube hier oben ist es nicht sinnvoll, was zu bauen. Unsere Stadt wird belagert. Wo ist denn unser Keltas hier? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Unsere Stadt wird belagert. Also müssen jetzt nach und nach die Dinger hier treffen. Unsere Stadt wird belagert. Unsere Stadt wird belagert. Haben wir Schiffe? Unsere Stadt wird belagert. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Transportschiffe. Unsere Stadt wird belagert. Ja gut. Unsere Stadt wird belagert. Ah, die kommen jetzt hierher. Unsere Stadt wird belagert. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Nö. Brauche ich eigentlich gar nicht weiter zu treffen. Ja. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Wir bauen hier einfach eine mächtige Verteidigung. Ja. Geht mal hier vorne sterben. Unsere Stadt, unsere Streitkräfte werden angegriffen. Unsere Stadt wird belagert. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Unsere
Stadt wird belagert. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Arbeit ist vollbracht. Unsere Stadt wird belagert. Arbeit ist vollbracht. Unsere Stadt wird belagert. Ausbau abgeschlossen. Arbeit ist vollbracht. Unsere Stadt wird belagert. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Arbeit ist vollbracht. Unsere Stadt wird belagert. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ausbau abgeschlossen. Arbeit ist vollbracht. Arbeit ist vollbracht. Unsere Stadt wird belagert. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Arbeit ist vollbracht. Es ist mehr Gold erforderlich. Unsere Stadt wird belagert. Arbeit ist vollbracht. Sehe ich es gerade richtig, dass ich jetzt hier die Sache verspielt habe? Unsere Stadt wird belagert. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Prinz Keltas, Sie haben unsere umliegenden Stützpunkte erobert. Wir sind völlig umzingelt. Die Stützpunkte sind verloren. Wir müssen improvisieren. Ishnudaldeep, Prinz Keltas. Wir kommen, um euch gegen die grässlichen Toten beizustehen. Seid gegrüßt, Lady Varsh. Ich würde eure Hilfe gern annehmen, doch mein Befehlshaber ist nicht gut, auf euer Volk zu sprechen. Und wo ist er, während ihr um euer Leben kämpft? Lasst mich euch unterstützen. Andernfalls seid ihr und euer Volk dem sicheren Tod geweiht. Da habt ihr leider recht, aber ich nehme euer Angebot an, Lady Varsh. Gut, dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Arbeit ist abgeschlossen. Ah, 170. Ich glaube, wir holen erstmal den Süden. Pylon hier weg. Eis auf die Spinne.
Mein Rückzug. Unsere Stadt wird belagert. Willkommen, Naga. Mach räumt mal hier drüben ein bisschen auf. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ja. Geht mal ins Schiff. Pionier geht mal dahin. Die Bogenschützen gehen mal ins Schiff. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Gut, dann räumen wir mal hier drüben auf. Ah, mach die Goldmine weg. Da kommen fliegende Einheiten, oder? Ja. Dann geht mal alle zurück, obwohl das müssen die hier locker gedefft kriegen. Ja, das haben sie gedefft gekriegt. So, wir haben jetzt hier drüben die Möglichkeit, die Goldlager wieder zu übernehmen, nur haben wir kein Gold. Und da ist ein bisschen Gold. Na gut, komm, wir müssen jetzt mal die 5 Pioniere holen. 4. Unsere Stadt wird belagert. Gut, dann machen wir doch mal ein bisschen weiter. Die Bogenschützen lassen wir hier. Naga, geht mal hier drüben ein bisschen scouten und aufräumen.
Hol das mal die Fliegen dann runter. Das kriegen wir doch hin. Ich hol den Drachen da mal runter. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Gut, hier werden jetzt genug Gold gefördert. Müssten eigentlich hier anfangen auch mal zu deffen. Na komm, geht direkt da drauf. Schießt nur auf uns. Arbeit ist vollbracht. Arbeit ist vollbracht. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Gut. Mal hier runterfahren.
Arbeit ist vollbracht. Arbeit ist vollbracht. Arbeit ist vollbracht. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Arbeit ist vollbracht. 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 Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Arbeit ist vollbracht. Arbeit ist vollbracht. Ausbau abgeschlossen. Arbeit ist vollbracht. Arbeit ist vollbracht. Arbeit ist vollbracht. Es ist mehr Holz erforderlich. Arbeit ist vollbracht. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Unsere Stadt wird belagert. Es ist mehr Holz erforderlich. Es ist mehr Holz erforderlich. Arbeit ist vollbracht. Alles klar, wir müssen jetzt hier das gut umbauen, das darf nicht fallen. Wir müssen nebenbei ein bisschen Holz sammeln. Gucken wir mal, dass wir hier es beschleunigen können.
Arbeit ist vollbracht. Gut. Fangen wir mal an, hier weiterzubauen. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Arbeit ist vollbracht. Streitkräfte werden angegriffen. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ausbau abgeschlossen. Arbeit ist vollbracht. Ich kann hier nicht bauen. Ich kann hier nicht bauen. Arbeit ist vollbracht. Arbeit ist vollbracht. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Arbeit ist vollbracht. Arbeit ist vollbracht. Gut, ich denke mal, das müsste hier dann als Dev reichen. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Arbeit ist vollbracht. Arbeit ist vollbracht. Ah, das reicht auch als Dev. Jetzt könnten wir rein in der Theorie den Norden einnehmen. Lass mal schon mal anfangen, hier die Truppen zu sammeln. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen.
Na komm, lauft einfach weiter. So gut es geht. Einfach weiter. Geht zur Verteidigung. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Und jetzt Angriff. Die oben hinsetzen. Hier haben die mal Platz gemacht, das ist gut. Dann baut man hier so zwei, drei Wälle. Ist vollbracht. Gut, dann repariert den mal. Arbeit ist vollbracht. Arbeit ist vollbracht. Ja, das kriegen die hier locker gedeft. Ausbau abgeschlossen. Gut, das müsste reichen, um die Seite zu deffen. Und dann können wir eigentlich mal wirklich anfangen. Ausbau abgeschlossen. Arbeit ist vollbracht. Gut, muss noch ausgebaut werden. Nee. Arbeit ist vollbracht. Arbeit ist vollbracht. Geht mal ins Boot. Arbeit ist vollbracht. Gut, dann geht mal weiter Holz sammeln. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Was können wir sonst noch bauen? Altar der Könige. Arcanes Sanctum. Haben wir noch nicht, bauen wir das auch mal. Gut. Wir könnten eigentlich noch eine zweite Kaserne bauen. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Na, hier unten kommen sie wieder. Werden direkt weggebogt. Und hier kommen sie jetzt auch wieder. Wie rum läuft hier? Unten rum. Arbeit ist vollbracht. Wo wollt ihr denn hin? Unsere Stadt wird belagert. Arbeit ist vollbracht.
Klappt doch besser als gedacht. Zauberbrecher, Priester, Zauberin. Komm, wir setzen einfach auf hohe Gewalt. AKA Bogenschützen wie bei den normalen Nachtelfen. Bauen wir noch weitere Höfe. Habt ihr noch mal genug zu abzuholzen? Was haben wir an Bogenschützen? Bis jetzt 5. Arbeit ist vollbracht. Fahrt mal hier oben hin. Auch mal hier oben hin. Ist vollbracht. Unsere Stadt wird belagert. Arbeit ist vollbracht.
glaube, jetzt ist es relativ einfach. Wir überrennen die hier einfach nur. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Errichtet mehr Höfe. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Errichtet mehr Höfe. Streitkräfte werden angegriffen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Na kommt, hau die einfach jetzt hier weg. Nutzt diesen fliegenden Piepmatz. Macht man hier die Heilstatue weg. Errichtet mehr Höfe. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Unsere Stadt wird belagert. Unsere Goldmine gibt nicht mehr viel her. Unsere Stadt wird belagert. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Unsere Stadt wird belagert. Unsere Streitkräfte werden angegriffen.
Streitkräfte werden angegriffen. Ja, doch. Habt Dank, Lady Varsh. Ohne eure Hilfe wäre kein Sieg möglich gewesen. Doch fürchte ich, sie anzunehmen, hat mein Schicksal besiegelt. Der Mensch, dem ihr dient, traut nur seinem eigenen Volk. Und seine Intoleranz wird nur noch von seinem Mangel an Ehre übertroffen. Loyalität und Pflichtbewusstsein binden mich an ihn und diese sterbende Allianz. Nur scheinen mir diese Bande nun ferner als meine untergegangene Heimat. Ich weiß nur, mein Volk und ich werden von einem Hunger nach mehr getrieben. Dann ist es vielleicht an der Zeit, einen neuen Weg zu beschreiten, junger Keltas. Zu Macht, zu Ruhm. Ich kann es nicht erklären, doch seit unsere Heimat zerstört wurde, fühlen meine Brüder und ich uns leer, als hätte man uns die Seele genommen. Dieser Hunger hat unsere Herzen hart gemacht. Ich kenne diesen Hunger, Keltas. Euer Volk ist süchtig nach Magie, genau wie wir. Mehr als 10.000 Jahre strömte sie durch eure Adern. Und nun, da die Verderbnis euer Land und mit ihm eure Machtquell, den Sonnenbrunnen, ergriffen hat. Unsere Macht, unser Geburtsrecht wurden uns genommen. Ohne eine neue Magiequelle wird mein Volk verenden. Es gibt andere Machtquellen in dieser Welt, Keltas. Zum Beispiel Dämonen. Was ihr andeutet, Varsh, ist Wahnsinn. So verzweifelt werden wir niemals sein. Ich verstehe eure Abneigung. Dennoch. Prinz Keltas, Großmarschall Garitos ist eingetroffen. Er hat ein ganzes Bataillon mitgebracht. Verdammt, Varsh, ihr geht jetzt besser. Ich kann eure Sicherheit nicht garantieren. Naga! Kümmert euch nicht um sie! So, Keltas, endlich zeigt ihr euer wahres Gesicht. Ich wusste, dass ihr mit diesen Schlangen unter einer Decke steckt. Das ist mir Beweis genug, um jeden von euch Verrätern hinzurichten. Bitte, mein Lord, verschont meine Männer. Es war allein meine Entscheidung. Spart euch die Worte. Ich habe euch selbstgefälligen Elfen nie getraut. Es war ein Fehler, euch überhaupt in die Allianz aufzunehmen. Nun bekommt ihr endlich, was ihr verdient. Schafft sie weg! Gut. Da haben wir die heutige Folge auch geschafft. Ich bedanke mich fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.